Zu den Produkten, die man wie Coop besonders gern und besonders sorgfältig betreut, gehört bestimmt das Brot. Nicht ohne Grund sind die Bäckermeister vom Coop darum ein bisschen stolz auf die grosse Vielfalt von knusprigen Brotspezialitäten, die sie Tag für Tag ofenfrisch anbieten können. Auch bei der modernen Brotherstellung entscheidet immer noch das handwerkliche Können vom Bäck, was er mit den traditionellen Rohstoffen Mehl, Wasser, Hefe und Salz anfangen kann. Das Neueste, das aus der Coop-Backofen kommt, ist das küstige Spezialbrot aus Dinkelmehl, das mit verschiedenen Getreideflocken angereichert wird. Dinkel ist eine hochwertige alte Getreidesorte, die man schon im frühen Mittelalter als Nahrungs- und sogar als Heilmittel geschätzt hat. Das robuste Getreide wird heute vor allem im Emmental angebaut. Es ist schädlingsresistent, man kann auf Spritzmittel und künstlichen Dünger verzichten. Und durch die feste Hülle, am Spelz, ist das Korn erst noch vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Das rundum gesunde Dinkelbrot. Wir Bäckermeister von Coop können es nur empfehlen. Von heute ist sie aber auch das neue Coop-Brot mit dem Dinkel. Geht dann oben miteinander. Nachdem wir die letzte Woche eine kulinarische Reise nach Italien unternommen haben, kommt heute das spanische Nationalgericht dran. Für die Paella habe ich Calamares und Bullebrustfilet über Nacht auftauen und entsprechend vorbereitet. Ich habe Zwiebeln und einen Knoblauch fein gehackt und Peperoni in Streifen geschnitten. Ich habe Schweinsragu mit dem Bullefleisch und den Calamares im heißen Olivenöl angebraten, hat Peperoni kurz mitdämpfen und dann den Reis dazugeben, bis er glasig geworden ist. Jetzt ist es soweit und jetzt gebe ich Bouillon dran. Es kommt dann noch eine Handvoll Erbsen dazu und ebenfalls eine Handvoll Bohnen. Nach kurzer Kochzeit kommen Crevettes und Muscheln zum Gericht. So dekorativ sieht die Paella dann aus, wenn sie sie nach dem Rezept aus der Coop-Zeit gekocht haben. Und ich kann Ihnen versprechen, so gut wie sie aussieht, ist sie auch. Der hübsche Strauß aus 20 Moosrosen offeriert Ihnen Coop für nur 6.90 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1 Liter Coop Sonnenblumenöl für nur 3,75 und 100 Gramm Hinterschinken für nur 4.05 Franken. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop 1 Kilo ausländische Spargel für nur 6.90 Franken. Auf Wiedersehen!